Hallo ihr Lieben, viele von euch haben es ja schon lange auf meiner Instagram-Seite mitbekommen. Ja, ich spiele im März 2017 im Musical The Addams Family mit und zwar spiele ich den Onkel Fester und deswegen werde ich, ja, ich werde mir komplett die Haare abrasieren. Und wie ich mir das abrasiere und wie die Probenzeit ist, das Ganze werde ich natürlich wieder vloggen hier in dieser Reihe, die ich mit diesem Video quasi starte. Dieses erste Video werde ich dazu nutzen, um euch zur Einführung alles über die Charaktere und die Entstehungsgeschichte der Addams Family kurz zusammenzufassen. Und am Schluss nenne ich euch entscheidende Termine, die ihr nicht verpassen dürft. Fangen wir an! Die Entstehung. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Nicht-Lustig-Comics von Joscha Sauer oder die Comics von Ralf Rute. Diese beiden Herren sind bekannt dafür, dass sie innerhalb eines Bildes eine witzige Geschichte erzählen. Und genau das hat bereits in den 1930er Jahren ein gewisser Charles Addams gemacht. Diese sogenannten Einzelbild-Comics, die Charles Addams für eine bekannte amerikanische Zeitschrift entwarf, sollten das satirische Gegenteil zur normalen amerikanischen Familie zeigen. Die Charaktere tauchten darin schon alle auf, nur hatten sie damals noch keinen Namen. Der Name entstand erst später, als 1964 seine Comics zu Leben erweckt werden sollte, denn da begann die Serie. Und da Charles Addams Mitspracherecht hatte, hat er gesagt, nennen wir sie doch die Addams Family. Zur Addams Family allgemein sei gesagt, sie sind alle Nachkommen von Missgeburten, Ghulen und so weiter und so fort. Die ganze Familie hält sich für total normal und auch wenn sie auf uns Normalsterbliche wie der blanke Horror wirkt, ist sie doch sehr liebevoll und auch naiv. Das Schöne an der Familie ist auch dieser enge Zusammenhalt. Und die Story und die Charaktere entwickelten sich im Laufe der Jahre weiter und waren in der Serie etwas anders als später in den Kinofilmen. Die Charaktere. Der Vater der Familie ist Gomez Addams. Gomez hat spanische Wurzeln und er hat Jura studiert, um Anwalt zu werden, praktiziert aber eigentlich gar nicht mehr richtig. Und wenn dann auch nur so zum Spaß, er gibt auch gerne mit verlorenen Fällen an, denn Geld ist ihm überhaupt nicht wichtig. Er hat sehr, sehr reich geerbt. Er ist sehr verspielt und spielt auch gerne mit seinen Eisenbahnwaggons, die er immer gerne gegeneinander krachen lässt. Seit seiner Kindheit ist er mit einer abgetrennten Hand befreundet, dem sogenannten eiskalten Händchen oder wie es im Original heißt, Think. Oder komplett sogar Think Tea Think. Jedes Mal, wenn seine Frau Französisch spricht, verliert er die Fassung und muss sie einfach umgarnen und küssen und sagt dann immer Carmilla. Oder kommen wir auch schon zu seiner Frau. Morticia Addams. Morticia Addams ist die Mutter der Familie und eine geborene Frump. Sie hat französische Wurzeln und eine unglaublich große Liebe, die sie gibt. Wednesday Addams. Wednesday Friday Addams ist die Tochter von Gomez und Morticia. Ursprünglich in den Comics war Wednesday sehr still und erfüllt von ihrem Leid. In der Serie war sie ein quietschfideles Mädchen und in den Kinofilmen haben sie etwas in ihren Ursprung zurückgeholt. Sie liebt ihre geköpfte Marie-Antoinette-Puppe und liebt es auch, ihren Bruder zu foltern. Pugsley Addams. Pugsley ist der Bruder von Wednesday und somit auch der Sohn von Gomez und Morticia. In den Comics war Pugsley eher so das böse Nachbarskind von nebenan, das gerne Streiche spielt. In der Serie war er sehr erfinderisch und handwerklich begabt und in den Kinofilmen wurde er dann eher unterdurchschnittlich intelligent dargestellt. Er liebt es, von seiner Schwester gefoltert zu werden. Fester Addams. Mit Fester Addams kommen wir nun zu der Rolle, die ich spiele. Fester ist nun mal ein etwas dickerer mit Glatze und deswegen werde ich auch meine Haare dann abrasieren. Das werdet ihr dann in dem Vlog sehen und ich werde wieder den Fett zutragen. Fester war eigentlich in der Serie der Onkel von Morticia, wurde dann aber später in den Kinofilmen zum Bruder von Gomez und somit der Onkel von den Kindern. Er ist Wissenschaftler, heimtückisch und Erfinder. Kommt mir das nicht bekannt vor? Grandma. Grandma Addams oder auch Granny genannt, hat im Laufe der Zeit wirklich eine Wandlung durchlebt. In der Serie war sie damals noch die Mutter von Gomez und somit auch wirklich eine Addams. Später wurde sie dann allerdings zu Morticias Mutter, Hester Frump. In der Serie existierte Hester Frump noch als eigenständiger Charakter. Und mit diesem Hintergrundwissen werdet ihr in dem Musical einen Gag verstehen, den ich allerdings an dieser Stelle nicht spoilern möchte. Granny ist eigentlich eine ziemlich alte Hexe, die aber sehr, sehr energiegeladen ist. Lurch. Lurch ist der Butler der Familie und redet eigentlich sehr, sehr wenig, eigentlich nur das Notwendigste. Ansonsten knurrt er sehr viel. Er ist ziemlich groß und wurde damals in der Serie deswegen völlig blöderweise mit Large übersetzt. Er ist übrigens ein Meistermusiker auf dem Cello. Vetter It. Vetter It hat man eigentlich noch nie unter seinen Haaren gesehen. Wirklich artikulieren kann er eigentlich auch nicht, nur so... Und jetzt kann's losgehen! Für den Cast habe ich bereits ein Einführungsseminar gegeben. So.
in dem ich auch das alles erklärt habe, was ich euch jetzt kurz erzählt habe. Und wir haben gemeinsam den Pilotfilm der Serie und gleich danach den ersten Kinofilm geguckt. War total lustig, hat Spaß gemacht. Ja, wir proben schon fleißig, ich freue mich schon unglaublich auf das Musical. Auf meinem Kanal werdet ihr die Proben in Vlogs mitverfolgen können. Im Dezember startet der Kartenvorverkauf. Ich schlage euch vor, sofort zuzuschlagen. Ich werde euch den genauen Termin auf jeden Fall noch überall bekannt geben. Die Aufführungen sind vom 9. bis 18. März täglich. Und ich freue mich schon tierisch drauf, euch da zu sehen. Bleibt nach den Aufführungen auf jeden Fall vor der Bühne stehen. Ich komme dann zu euch. So, jetzt haben wir alles gesehen, was es für Addams Family zu sehen gibt. Und ich hoffe, ihr seid jetzt startklar für das Musical. Yeah, lasst es uns erstmal auf diese Probebühne bringen und dann auf die fette Bühne in Capolonio. Bis dann.